Wir haben ein neues System seit ein paar Jahren, dass wir eine Dropbox haben, wo man kann, Audiodateien rein tun kann. Dann lasst den aber niemand. Denn, wenn wir uns für die Probe-Sessions treffen, dann sagen wir, okay, der, den du dort rein tun hast in Dropbox, den finden wir alle cool, den machen wir. Bin Philipp zum Beispiel das letzte Mal sehr in die Hose gegangen. 2001 habe ich den letzten Song gemacht. Nein. Wie ist der gegangen, aber der Französisch? Schütte mir noch. Wie aber auch Staying Alive, muss man sagen. Ach, das ist aber schön gewesen. Hingegen The Galway Races. Also wir haben immer wieder Songs, die wir zwar mit gutem Willen wollen üben, aber dann nach einem Konzert müssen streichen. Die Live-Tauglichkeit ist eben nicht bei jedem gleich. Das weiss man ja nicht im Moment voraus. Genau. Da. Wie? Heute Abend spielen wir akustisch. Nein, heute Abend spielen wir ein Konzert, ein Power, also das finden wir jetzt raus, aber wahrscheinlich ein Powerset von einer Stunde. Schlafen wir eigentlich? Bei meiner Tante. Pasqualina, sie hat einen Dobermann. Ich glaube wirklich, dass sie einen Dobermann hat, beziehungsweise mein Cousin, der genau gleich heisst wie ich, Giuseppe Spina, der hat einen Dobermann. Vielleicht, wenn er da ist, ist der Dobermann wahrscheinlich auch da. Und das ist so, wie ich es einschätzen kann, von Facebook-Fotos wirklich gross. So mit geschnittenen Ohren. So. Hauptsache, er stinkt nicht so wie der andere. Leckt er mir. Tante Pasqualina. Die ist sehr herzlich, aber so nach einer Viertelstunde genügend sind. So einfach, dass es vorgefallen ist. Pasqualina. Von der Pasqualina ist bekannt, dass sie in Restaurants, wenn sie nicht schnell bedient wird in der Umgebung, immer wieder mit dem Satz kommt, wissen sie eigentlich, wer ich bin? Weil sie ja die Frau vom Vizebürgermeister ist, von Monte San Giacomo, der 800 Einwohner hat. Irgendwann sieht man es hier am Hang, Monte San Giacomo. Als ich das letzte Mal da war, bin mein Onkel bis hierhin geführt, damit ich sicher die Autobahn finde. So. Einfach bis da, dort geht es dann weiter. Rechts, Jungs. Luglio von A Little Green. Oh, oh. 30. Da Juli, das Gelbe. Ah oh, ja, da. Geil. Die Giganti delle Terre del Tratto, Tratto. Siamo noi. We've done it. Deprecation. Schön. Ciao, Antonio. Ciao. Thank you.
angelassen. Jetzt hoffen wir, dass es auch wettermäßig hält. Die berühmte Wetterscheide von Campagnola. Oder sind wir da in Monte di San Giacomo? Well, the sun is on the harbor of love, and I wish that I could be there. So fare thee well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling, when I think of thee. Of thee, of thee. So also Big Data sind 98 Motorradgottesdienst Gründung und gleichzeitig Engagement, erstes Engagement für Appenzöllisch irische Hochzeit, wo wir Appenzöllisch und irisches Programm hatten und uns dann nach dieser Hochzeit für das irische Programm entschieden haben, zum Weiterarbeiten. Dann haben wir 2001, glaube ich, Erwerb vom ersten Bandbus. Fettnapf. In VW. 2002 Tournee auf Italien, im Sommer Strassenmusiktournee mit dem Fettnapf auf Italien. Polybell an der ETH Zürich seit 2004 bis etwa 2009. Leue Sommer, erstes öffentliches Konzert im 99 im Sandkasten vom Leue Sommer. Genau. Wo man, ja, lustige Truppe sind. 2002 war auch Leue Sommeri vor der Tournee, wo dann die Zeitungskritik maßgeblich am Tourneenamen beteiligt war. Penetrante Fröhlichkeit, ja, hat die Tournee geheißen, 2002. 2003 hat es die Kupplung gelupft vom Fettnapf. Anfangs 2004 einen Mercedes gehabt. Dann sind wir mit dem durch die Schweiz, Schweizer Tournee 2004. Und dann eigentlich von 40, 50 Konzerten pro Jahr sind wir jetzt sukzessive
durab und machen 4, jetzt 5, noch. 40. Nein, wir machen schon noch 10, mindestens 10, 12. Also ich meine, jetzt haben wir gerade 4. 10 bis 15. Ja. Und wir haben schon mehr Hochzeiten gespielt als jede andere Band. Genau. In Mitteleuropa. Und haben sich auch viel mehr scheiden lassen. Also, war wiederum gut, das Spiel ist. Also Hochzeitsband. Wir haben sogar schon an der Hochzeit vom gleichen Bräutigam an zwei Hochzeiten gespielt. Echt? Ja. Benni und Engel. Ah, der Benni, klar. Ach krass, da bin ich Trauzeuger von der ersten Hochzeit. Zwei nicht geklappt. Ich habe gefragt, ob ich echt mal mit dürfen. Il cappello dove è un espresso. Mein Name ist Europa. Ich bin aus China. Vom Dorf. Und er lädt uns jetzt alle zu Kaffee und Cola. Permesso. Io cerco una camicia. Secondo te cosa. Che colore. Che colore mi sta bene? Adesso vediamo. Cos'è questo? Sì, posso. Ti piace Giuseppe? Sì, Giuseppe, sì, sì. Abbiamo deciso. Abbiamo trovato. Ah, c'era. Ciao. 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 Dopo, sì. Ci vediamo a pranzo. Ich finde, nach dieser Zeit, die wir jetzt schon gemeinsam durchlebt haben, ist ihr ja gesagt, vorher war es viel besser gewesen. Wie siehst du die Zukunft von dieser Band? Ich finde, es ist jetzt langsam Zeit, wirklich voll auf Kantenmusik zu setzen. Hand auf. Du gibst also deinen Job auf bei der Shadow Rain? Genau, du gibst. Alles ihr könnt das Theaterwerkstatt abbrechen. Und wir setzen voll auf Kantenmusik. Wir haben es mal überlegt, aber das war eine kurze Diskussion, weil Felix und Philipp beide gesagt haben. Stopp, du hast auch gesagt, du willst nicht. Kartenmusik, bist du auch dabei? Ist gut. Was? Voll auf Kartenmusik setzen. No more Biber? Ja. Biber, away. Tourismus, Chiesa. Ja, Backi, Sali. Gut, also, dann werden wir jetzt. Also, tschüss. Ich glaube, jetzt heute wird niemand ernsthaft mehr. Das haben wir vorher alle gesagt.
gesagt, ihr nehmt mich nicht ernst. Also es wäre auch, man muss auch sagen, es wäre schwierig geworden. Ich meine, mit 40 Konzerten pro Jahr hätten wir uns, da haben wir da jetzt mal ein bisschen gerechnet, wir hätten uns knapp 3'000 Franken pro Nase pro Monat können auszahlen. Das kann natürlich nicht das einzige Standbein sein. Ja, aber ja, also, meine, da ist es ja wieder umgegangen und mit 3'000 Franken kommst du einfach nicht weit. Tschüssi, wir haben uns gerade für etwas entschieden. Einen Moment. Ah, Tschüssi, wir haben gesagt, wir setzen voll auf Kartenmusik mit der Band. Kartenmusik. Der Felix sagt, er will voll auf Kartenmusik setzen. Bist du dabei? Ja. In sexy Kamera. Ich setze voll auf Kartenmusik. Wir werden durchstarten. Stuhlraten. Guten Tag. Ecco. Perfekt. Ah, wirklich? Ja. Ah, oh, Entschuldigung. Ich habe gerade einen Spruch über Ihre Probebeitung. Das störst du, ja. Als kleines Kind auch immer. Ist das eine von den ersten erotischen Erfahrungen gewesen? Genies von der Natur. Stimmt. In dieser poetischen Sprache. Von der Natur. Max von der Grünau Straße. Das Buch schulden wir der Welt noch. Ja, genau. Die To-Dos und Don'ts von Hochzeiten. Also heute haben wir gerade eine gute Don't-Kiel-Situation erlebt. Ja. So. Sehr nett. Der Fotograf ist mit dem Handy. Während der Dach. Während dem Ring weg.
Ja. Und der hat im Fall, der zum Teil gesehen, was der gemacht hat. Das ist gut, Peanuts, hä? Ja, die ist echt die Nutzung. Es ist ein gespaltenes Verhältnis Hochzeit, oder? Ja. Mit, man verdient halt gut, besser in einem Pub. Aber man muss auch zwischen sich ein bisschen verkaufen. Zwischen den Gängen spielen und so Zeug. So satt, ich hab's. Non so quando faranno, quindi il vicino, no? Non lo so, quando sta. Ti prova sì, ah sì, sì. E tutto ce la mangiamo. Willkommensaperitif. Parmaschinken, Büffelmozzarella, den Rest verstehe ich nicht. Polpo, Tintenfisch, Zwiebelmus, karamellisiert, mit Scampi. Per me il miglior momento sarebbe dopo il secondo. Però manca, dopo il secondo Giuseppe manca solo la torta, cioè manca la solo frutta. La frutta, dopodiché noi abbiamo finito. Sì, sì, sì. Noch mehr Tintenfisch, Braten mit Muscheln, der Herdöpfelstock mit Steinpilz und ein Fantasiesalat. Und zum Dessert Torte. Wahnsinn. Buon Appetito! Ich glaube, wir sind am Anfang noch musikalisch versierter gsi. Oder haben sie wollen in die Richtung treiben. Ja. Jetzt drücken wir schon einfach drauf. Die langsamen Stücke sind alle rausgegangen. Ja, die ruhigen, die tun wir dem Publikum irgendwie nicht mehr zumuten. Ja. Weil es soll ja... Weil es auch nicht funktioniert. Ja. Darum funktioniert aber auch das andere nicht mehr. Also darum, glaube ich, ist das auch wirklich die letzte Tournee, die wir in dem Leben, in dem Quartett haben. Ja. Oder? Oder? Also, ich organisiere gerne mal eine Südspanien-Tournee. Ah, gut, ja, ich mache West-Norwegen-Tournee. Darf ich? Ich habe mal Libyen so ein bisschen im Kopf. Ja, aber ja, das passt. Juicy and the guitar, Simon and the rhythm, sing through the breath. Come on, guys, let's move. I want to join the band. Felix sitting in a corner, fiddle in his hands, playing away like you never did hear and you never hear again. Juicy on the guitar, Simon in the rhythm, Philip grooving brands.
Come on guys and let's meet, I want to join the band. A little green, un applauso, grazie. Simon at the rhythm, Philip grooving grand. Come on guys and let me in, I want to join the band. The day will come, the four of us will die and that's for sure. With us we'll take the yellow bus on a never-ending tour. And if you listen in the sky and hear a certain sound, then the almighty guy wants us to play another round. There was Felix sitting in a corner, a fiddle in his hand, playing the way like he never did hear, and he never hear again. Susie and the guitar, Simon and the rhythm, Philip grooving grand. Come on guys and let me in, I want to join the band. Ancora un forte applauso per i nostri bravissimi ragazzi. Bravo. Duo ist interessant. Crazy. Doch, vier höchst verschiedene. Alles. Super. Absolut, ja. Super. Kleintheater, Strassenmusik. Fiesta. Fast eine Fiesta. Stege und jetzt Rossi. Geht die Hochzeit. Ja. So, per voi stasera, Filippi Daxbacchi! Alla chitarra! Ich kann von jedem einzelnen von diesen Männern sagen, ich beneide sie um etwas. Ja. Und ich lerne von ihnen etwas. Und das überwiegt gegenüber all den Momenten, wo sie mich nerven. Und ich nur noch kratzen kann. Also an der Gewalt. Sitzisenzen überheblich. Ja. Aber das, also das Erste, was ich gesagt habe, meine Ernst. Schön gesagt, Josi. Mhm. Interessante Gedanken. Wo bist du? Mach du mal's an.
Nein, warte, wie lässt sie es? Sie warte lässt mal, so müsst eigentlich da das Schema. Ja. A, wie A, L. Und du machst die Hälfte vom G. Nein, du machst die Hälfte. Okay. Wie schön. Das ist mega gut. Also, jetzt machen wir es. Ja, jetzt machen wir es, dass wir es gerade können. Achtung, jetzt machen wir es. Okay, ciao. Und vergesst nicht, a little green. Also, das eigentliche Geheimnis von dieser Band. Dass während dem Konzert immer einer furzt. Und das so dermaßen stinkt, dass man es nicht mehr aushaltet. Und das ist ein C-Alarm. Und wenn du uns auf der Bühne siehst, wie wir Plätze duschen, dann ist das nicht, weil wir irgendwie eine Bühnenshow haben, sondern weil es einfach dermaßen stinkt. Hey Jungs, cool! Let's go!